Spa, cool. Oh, mit dem Auto? Da muss ich aber echt... Ah, ne, hier. Setup-Konfiguration. Muss ich aber jetzt mal nach ordentlichen... Verdammt. Wie viel dürfen wir? Oh, auf 700 jetzt. Sehr geil. Da können wir ja ein bisschen... was gucken. 644. 700. Guck mal da. So, was wir jetzt noch brauchen. Hier. Sachen. Also Geschwindigkeit bräuchten wir da eigentlich schon, ne, auf der Strecke. Aber gut. 305 kW. Querbeschleunigung 1,29. Okay. Schon ein bisschen besser. Und ist auch leichter. Aber noch langsamer, ne? Ja. Auch langsam. Oh. Oh. Guck das an. Ich glaube, das ist unser Setup. Der ist schnell. Querbeschleunigung ist in Ordnung. 0 auf 100 ist in Ordnung. 326 kW. 1244 Kilo. Ja komm, das packen wir mal ein. Da habe ich ein gutes Gefühl. So, jetzt pass auf. Wir haben nicht genug Autopunkte. 4250, da. Wir können Ihren Bild aus folgendem Grund nicht übernehmen. Negative Autopunkte verfügbar. Bitte nehmen Sie Anpassungen vor, um Ihren Bild zu übernehmen und die Veranstaltungsbeschränkungen einzuhalten. Und jetzt drückt man auf Mehr Autopunkte erhalten und kann dann jetzt für 12.825 Credits, wir haben 4,5 Millionen, die benötigten Autopunkte kaufen. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich eine sehr gute Besserung. So sieht das Auto aus. Was hat er dann gemacht? Nein, nein, nein. Ein Heckspoiler. Ja, komm. Ah. Jetzt habe ich, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. Verdammt. Jo. Und wieder rein. So. Weiter. Circuit de Spa Francorchamps. Da gibt es einen Clip auf dem YouTube-Kanal, ne, auf meinem YouTube-Kanal. Da bin ich mit einer Corvette Langstreckenrennen gefahren. Und nach 56 Minuten war der Sprit leer. Und also da wäre die Zielgerade und rechts ging es in die Box. Und ich fahre in die Kurve auf die Gerade zu und auf einmal ist der Tank leer. Und ich roll in die Box rein, krieg nochmal Sprit und kann weiterfahren. Oh, war das knapp. Naja, aber der hat nur den Spoiler drauf gemacht, ne? Die Frittentheke hinten. Der ist nicht tiefer. Der hat... Serienbereifung? Nee, ne? Ja gut, aber der hat ja mechanischen Grip wie Sau. Der Rest wird er in die Leistung gesteckt haben. Okay, schauen wir mal, was er bringt. Der Bock. So ein schönes Design, ne? Pass auf. Hier ist der Sprit ausgegangen. Und dann bin ich gerade noch so da vorne in die Box gerollt.
Na, der zieht doch schon ganz anders. Na, Wendekreis immer noch nicht so berauschend, aber geht. Wow, wow. Bin ich mal echt gespannt auf die erste Referenz, wie er so im Rennen liegt, wie er sich schlägt. Und klar, die erste Runde wird jetzt eh nicht gut sein. Erstmal an das Vehikel gewöhnen. Aber da haben wir schon mal einen einigermaßen Anhaltspunkt. Boah, aber das ist immer noch die Serienbremse, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich mir den Himmel so angucke, dann will ich mal hoffen, dass es nicht anfängt zu regnen im Rennen. Das könnte echt ein Problem werden dann. Mit dem Auto. Oh, wow, 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 wow. Du musst lenken. Nein, der Slogan fährt wie auf Schienen ist ja schon geil, aber der muss trotzdem lenken. Alter, was bist du für ein Vollidiot? Musst du mir jetzt die Runde versauen? Oh, aber Dritter von der Zeit her. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, tatsächlich. Oh, 1,2 Sekunden schneller schon. Sehr gut.
Komm. Wow. Aber Vierter. Weil Kollision. Und dann kommt man direkt in eine andere Kategorie. Na, vielleicht kriegen wir das hin mit einer sauberen Runde. Da hat ihm jetzt Grip gefehlt für die Hochgeschwindigkeitskurve. Ist halt was anderes wie ein Rennwagen, ne? Man merkt das direkt. Zwei Sekunden schneller. Zwei Komma vier. Ist die Boxengasse zu oder warum kommen die da nicht rein? 2,3. Okay. Wow, okay. Das war ein falscher Fehler. Ach Gott, wie die Reifen einfach nicht durchdrehen wollten. Vielleicht sollte ich die sportliche Traktionskontrolle hier rausnehmen. Aber das kann gefährlich werden. Ja, aber ich glaube, wir können den Rest vom Training überspringen. Und mal das Rennen versuchen. Gut gerutscht, würde ich da mal sagen.
Lenkung ist echt übel von dem. Ja, da ist die Box zu. Krass. Die Box ist geschlossen. Robust. Check den Shop. Ah, lecker. Mal auffüllen die Tasse. So. Zum Rennen. Upsa. Okay. Starten wir als Dritter. Und gucken mal, was passiert. Grad. Bewölkt. 18.30 Uhr, das heißt, es wird dunkel werden unterwegs. Vielleicht sehen wir die Klappscheinwerfer aufklappen. Wenn es klappt. So. 4 Runden. Probieren wir. So. Daumen drücken, Leute. Alter, der ist aber geil gemacht da vorne. Breitbau und so weiter. Oh. Ich bin trotzdem recht flott. Digga, Digga, drück mich nicht raus. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eineinhalb Sekunden. Unfair. Ich sage halt nur. Ich habe ja nicht abgekürzt. Ich bin ja aus der Kurve rausgetragen worden. Aber ja, wenn die KI meint, die braucht diese Hex, um gegen mich zu gewinnen, dann sollte es doch versuchen. So, die Kurve komme ich nicht rum. Da brauchst du halt, keine Ahnung, Fahrwerk am besten, so ein Driftfahrwerk, dass man mehr einlenken kann, damit du da rauskommst. Aber ich scheine tatsächlich mehr Leistung zu haben, ne? Als die anderen. Das wird uns aber nicht viel bringen, wenn wir in die Kurven versagen. So wie die da. Mal gucken. So, und tschüss. Was? 1,20? Alter, was ist denn hier los? Danke, Turn 10. Ihr habt's kaputt gepatcht. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein.
Aber Alter, ist der schnell. Wie geil ist das denn? Vor allem ist auch die Performance schlechter, sehe ich gerade. Der hatte die ganze Zeit nur so zwischen 50 und 55 Frames. Ich dachte es schon bei der Boxenausfahrt. Aber ja, überm Spiegel werden die Frames ja angezeigt. Was habt ihr getan? Okay, da hätten wir jetzt eine stärkere Bremse gebrauchen können. Es gibt Situationen, da reicht die dann halt doch nicht aus. Was fährt er da? Ist es ein Honda NSX? Oh nein! Boah, gefangen. Glück gehabt. Da gibt's keine Strafe. Habt ihr auch gerade den Hubschrauber gesehen, der einfach verschwunden ist? Leute, Leute, testet ihr die Patches nicht, bevor ihr die rausgebt? Kann man nicht angehen. Werbung. Oh, die Kurven, die brechen mir das Genick, ey, echt. Alter. Was ist denn mit den Lichtverhältnissen? Oh komm. Guck mal. Was habt ihr getan? Da wollen wir hoffen. Guck mal. Die Frames gehen immer weiter runter. Wollen wir mal hoffen, dass bald der Ersatzpatch kommt, um das alles wieder hinzubiegen. Was ist mit Turn 10 passiert, ey? Die waren so gut. Die haben immer perfekte Spiele abgeliefert. Und jetzt? Also schon seit Release von dem Forza Motorsport. Unglaublich viele Probleme von Anfang an. Oh, shit, shit, shit.
Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Fahr rein, fahr rein. Seht ihr das, wie die Schatten, also poppen, sagt man. Ich weiß, es klingt komisch. Wie sie da sind und weg sind und da sind und weg sind. Da läuft was ganz gewaltig schief hier. Den nochmal kriegt er. Ich wage es zu bezweifeln. Sekunden. Frechheit. Da, guck mal. Alter, die haben doch einen Schuss. Die haben die KI kaputt gemacht. Alter. Ja, danke. Bin ich auf den dritten gerutscht wegen euch. Eieiei. Was ist für ein Durcheinander? Not so nice. So, ich klicke das mal durch, dann schaffen wir noch eins.